Herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Ich bin Gesa und ich nehme euch eine Woche lang durch mein Leben mit. Ich bin Künstlerin aus Berlin, ich verkaufe meine Kunstdrucke online und ich studiere Produktdesign im Bachelor. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Heute ist Donnerstag und der nächste Shopdrop ist schon am Samstag. Das heißt, ich habe noch so gut 2 Tage für die Vorbereitung. Und wir testen jetzt mal die neue Versandmethode. Und zwar habe ich bei dem letzten Shopdrop die A3-Drucke in dieser Versandtasche verwendet. Und das Problem ist, dass DHL richtig viele davon geschrottet hat. Ich habe die kaputt angekommen sind, dann natürlich doppelt versendet. Ich habe auch noch Goodies und so reingepackt. Und alle waren auch wirklich mega, mega lieb. Ich glaube, alle wissen halt auch, dass ich aus meinem kleinen WG-Zimmer die Sachen versende und das alles noch nicht so professionell abläuft oder ich einfach noch viele Sachen lernen muss. Deswegen testen wir jetzt eine neue Art des Versandes. Ich habe mir diese Dinger hier gekauft. Ich habe es schon einmal getestet, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Deswegen machen wir jetzt nochmal den Feinschliff. Wir testen jetzt mal die Auspack-Experience. Also eigentlich finde ich es ziemlich cute. Ist natürlich auch ganz praktisch, dass ich die Dinger noch wiederverwenden kann, weil ich habe davon, glaube ich, noch um die 100 Stück. Es wäre jetzt ein bisschen schade gewesen, die wegzuwerfen. Das Problem ist halt, dass die Sachen dann ja so ankommen und ich hätte jetzt ein bisschen Sorge, dass man auf die Idee kommt, es in die andere Richtung zu wählen oder so. Ich werde deswegen, denke ich, noch ein Zettelchen drucken jeweils, wo ich nochmal draufschreibe, dass man es am besten einfach glättet mit Büchern. Die Post ist da! Meine neuen Bestellungen sind angekommen und ich freue mich so krank. Ich werde jetzt also für Instagram ein kleines Unboxing machen. Die Sachen sehen so, so geil aus. Ich habe früher als Kind in so Zeitschriften immer auf diesen Wimmelbildern nach so kleinen Mäusen gesucht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Und ich habe in diesem Weihnachtsmotiv 5 kleine Mäuse versteckt. Jetzt muss ich gerade mal selbst gucken, wo sind die denn eigentlich alle? Wo ist die 5. Maus? Ich habe es doch gezeichnet. Ah, ich habe sie. 5 Mäuse. Davon kriegt auf jeden Fall jeder 2 Karten eingepackt, damit man eine behalten kann und eine verschenken kann. Weil wieder reingekommen bin, habe ich auch gedacht, es ist arschkalt. Ja. Es war so kalt. Aber dann bin ich auch in Mainz zurückgegangen, war es eigentlich so hier viel wärmer. Und dran geht wahrscheinlich nur noch das Maß. Ja. Und ich will jetzt unbedingt gehen. Also, wenn ich irgendwas getan hätte. Oh, die sind auch so schön geworden, dass es wirklich professionell gemacht hat. Heute ist Shopdrop-Tag. Wir haben noch 1 Stunde bis zum Shopdrop. Weil ich das Papier jetzt ja rollen werde, dachte ich, ich lege nochmal so ein kleines Zettelchen dazu, wo drauf steht, dass man das Blatt nicht in die andere Richtung rollen soll. Ich habe den Text gerade einfach auf dem iPad geschrieben. Dann habe ich das als PNG exportiert und habe es jetzt hier drin. Genau, jetzt bin ich gerade noch am Überlegen, wie viele ich quasi immer auf ein Blatt drauf kriege. Bis Shopdrop. So, nach 2 Minuten. Also jetzt muss ich ganz schnell den Lagerbestand einlegen. Ich muss ganz schnell bei jedem eintippen.
Wie viel von was? Okay, fuck it, ich gebe es jetzt schon mal ein. Es geht los. Website veröffentlichen. Gut, jetzt kommen die ersten Bestellungen rein. Der neue Print ist jetzt schon wieder fast weg. Boah, das ist ein Brett natürlich. Minute zwei, das ist schon wieder weg. Wie schön ist es einfach, dass meine Kunst gekauft wird? Das ist einfach das größte Kompliment. Das ist einfach so ein Traum. So, ich werde mich jetzt schon mal dran machen und die belastendste Aufgabe übernehmen, die mich letztes Mal, ich glaube, 8 Stunden gekostet hat. Letztes Mal habe ich die Adressen einmal einzeln eingetippt, ein Label runtergeladen und ausgedruckt. Und es hat, ich glaube, 8 Stunden mindestens gedauert, wahrscheinlich eher 10. Ich habe jetzt aber gelernt, dass man das Ganze wohl auch mit einer Excel-Tabelle machen kann. Aber es muss halt alles exakt richtig formatiert sein. Und dann sollte ich quasi auf einen Klick alle DHL-Labels kriegen. Das werde ich jetzt mal probieren, in den Griff zu kriegen. Okay, Excel. Let's go. Wir haben es schon 10 Uhr abends. Ich habe jetzt ganz schön lange mit diesen Excel-Tabellen gekämpft. Es macht jetzt aber ein bisschen Spaß zu sehen, dass es so gut funktioniert. Und ich glaube, wenn ich das beim nächsten Shop-Drop nochmal mache, dann wird es super, super schnell gehen mit den Etiketten, weil ich jetzt genau weiß, worauf man achten muss. Heute wird wieder alles verpackt. Und letztes Mal war ich richtig gestresst, weil ich da alles alleine verpackt habe und mir klar war, dass ich dafür halt wirklich mehrere Tage brauche. Aber heute kommt meine Mama zu Hilfe. Und wenn man es zu zweit macht, dann braucht man halt wirklich nur halb so lange. Was ich wirklich maximal unterschätzt habe mit meinen ganzen Shopjobs und meinen Online-Verkäufen, ist, dass man so viel Zeit vorm Computer sitzt, die Website, dann alles online bestellen, alles formatieren in Photoshop, mit DHL sich rumkämpfen. Es sind dann halt doch echt viele so unternehmerische Aufgaben, sag ich mal. Steuern. Oh Gott, es kommt noch das Thema. Die A4-Drucke versende ich immer noch so, also die A4-Drucke werden nicht gerollt, weil ich mit denen wirklich ganz gute Erfahrungen hatte. Ich dachte, ich hätte noch genügend von denen hier. Aber das sind nicht genug. Ich habe genug von denen, aber ich habe nicht genügend gestempelt. Schon wieder irgendwie sehr spät geworden. Ich verpacke jetzt noch die ganzen Sticker. Eigentlich war der Plan, die mit einzurollen, aber wir haben bei den Postkarten festgestellt, dass die sich einfach nicht so gut rollen lassen und dann haben wir entschieden, dass es einfach auch am sweetesten ist, wenn man 2 kleine Verpackungen hat. Das heißt, dass jetzt dieser Arbeitsschritt halt nochmal dazugekommen ist. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch fertig kriege. Ich bin echt richtig durch. Thank you.
Ich sitze jetzt gerade wirklich in dem kleinsten Miles, den ich hier gesehen habe. Ich bin immer so müde. Es passt alles rein, sogar ziemlich gut, ehrlich gesagt. So, es ist jetzt der nächste Morgen und der Shopdrop gestern hat es doch nochmal ganz schön in sich. Ich habe es gestern einfach auch nicht mehr geschafft, noch was zu filmen. Ich bin, glaube ich, wirklich um 18 Uhr schlafen gegangen. Ich war so fertig und habe jetzt wirklich aber lange und gut geschlafen und treffe mich heute mit zwei ganz, ganz besonderen Personen. Da freue ich mich schon ganz, ganz doll drauf. Das werdet ihr dann ja sehen. Jetzt mache ich gerade noch kurz was für die Uni und zwar habe ich da bald eine kleine Abgabe. Ich studiere Produktdesign. Ich mache dieses Semester wirklich nur ganz wenig Kurse und hänge dann ein Semester insgesamt dran. Das heißt, das ist jetzt wirklich das entspannteste Semester mit Abstand. Aber ich habe eben trotzdem so ein paar Kurse und das hier ist jetzt der Adobe After Effects Kurs. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Meine erste Animation noch vom letzten Kurs ist auch schon fertig. Die sieht berauschend aus. Das ist jetzt mein Setup. Ich habe hier mein iPad, wo ich drauf gucken kann. Das ist mega nice, dass ich zwei getrennte Bildschirme habe und dann kann ich hier arbeiten. Ich weiß gar nicht, warum ich Ikea genommen habe. Oh Gott, das sieht so hässlich aus. Ich bin jetzt endlich fertig geworden. Ich glaube, es hat so 3 Stunden oder so gedauert. Und es sieht wirklich alles sehr hässlich aus. Aber es geht hier einfach nur so darum, die Effekte und sowas kennenzulernen. Genau, und jetzt muss ich das Ganze nur noch per Mail an meinen Prof senden. Und dann bin ich fertig. Ich habe es ehrlich gesagt einfach ein bisschen vergessen zu vloggen, aber wir sind gerade in dem berühmten Atelier von Jette. Ich habe noch gar nichts gefilmt. Nein, aber genau, wir sind schon eine ganze Weile in dem Atelier von Jette und ich finde es irgendwie mega crazy, weil ich das auch schon aus so vielen Videos kenne. Wir haben jetzt schon das erste YouTube-Video abgedreht und ein bisschen was gemalt. Das zweite ist jetzt direkt in Arbeit. Die Videos könnt ihr bei Shania und Jette auf dem Kanal sehen. Ich bin Jette, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute Gesa dabei. Hallo. Und Shania. Und ich glaube, diese Kunstcollab ist ein bisschen lang ersehnt. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet, was euch gut gefallen hat und was ich besser machen kann. Ich freue mich wirklich mega doll über euer Feedback. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.